sondern die große Kunst ist die Erhebung der Gesellschaft in eine andere Dimension. Ganz besonders. Vielen Dank. Sehr schön. Ich danke dir, meine Herren. Bitte. Vielen Dank. Ihr Intelligenzmaß der Gesellschaft hängt davon ab, wie weit sie mit ihren Künstlern sich identifiziert oder sie begreift oder sie fördert oder mit ihnen lebt. Beziehungsweise ihre Kunst als selbst akzeptiert oder sein? Ja, das ist nicht die Frage. Auch wenn sie abgelehnt wird, ist sie existent. Also auch das Nein ist ja eine Wahrheit. Verstehen Sie? Das ist ja nicht so, dass ich bin ja nicht weg, also selbst wenn Sie mich nicht mögen, ich bin vorläufig schon in so vielen Museen, Sie können mich gar nicht mehr wegkriegen. Also, vielleicht können Sie mich verschweigen. Aber auch Musik, der nächste. Dann machen wir doch zur Zeit genau das Gegenteil. Naja, also das ist ja der Punkt. Ne? Also man muss bei den Künstlern viel mehr als Bestand, als Auge, als positiv zur Gesellschaft sehen. Ich bin nicht dafür da, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Das gibt es. Es gibt Kunststürmungen, die das betrieben haben. Aber das ist nicht das, was die große Kunst letzten Endes, also meiner Meinung nach, umtreibt. Sondern die große Kunst ist die Erhebung der Gesellschaft in eine andere Dimension. Ne? Und dass wir über die Bilder, über Kunst einfach die Umwelt anders wahrnehmen, als wenn sie keine Kunst gesehen hätten.
Das simpelste Beispiel ist, wenn Sie einen Sonnenuntergang sehen, wenn Sie von Turner einen Sonnenuntergang gesehen haben, werden Sie den Sonnenuntergang ganz anders sehen, als wenn Sie ihn nicht gesehen hätten. Oder einen Winterbaum von Manet. Nicht? Der ist ganz anders, wenn Sie ihn gemalt gesehen haben und dann in Wirklichkeit begegnen. Das erweitert diese Distanz zwischen dem Vorgestellten und dem Realen. Dieses Vorgestellte, gefüttert durch die Malerei, erweitert Ihr Bewusstsein von der Gesellschaft. Durchgekommen? Ich habe das ja auch angesprochen. Ich war ja nicht so, dass es ein Durchkommen gab. Es gab ja nur, nein, das ist ja die Folge. Die Politik hat immer Vorschläge. Nicht? Und denen wird dann oft zu oft gefolgt. Und ich habe das nicht gemacht. Aber Sie können mich ja nicht rausschmeißen. Einsperren können Sie mich auch nicht. Nicht? Sie haben ja die Macht gegeben, ein Haus zu führen. Ich meine, in der Nachhaltigkeit. Also warum hat die Nachhaltigkeit? Weil das wurde von den Leuten nicht getragen. Ich darf nicht vergessen, in meiner Zeit war ein anderer Geist wie heute. Ja. Wir waren eins. Die Professoren hatten miteinander zu tun. Sie kamen. Sie kamen, weil die anderen kamen. Es war immer jeder Montag ein lustiger Tag in der Woche, weil wir uns alle trafen. Mhm. Und aßen zusammen, wir tranken, wir redeten, wir machten unsere gemeinsamen Dinge in der Akademie. Das wurde immer alles montags gemacht. Alle Sitzungen waren immer montags. Aber das ist der einzige Tag, an dem ich in der Akademie war. Nicht? Und da traf man sich und dadurch entstand einfach eine, und diese Atmosphäre der Kollegen untereinander, das war wichtig. Und heute sind sie spinnefeind, sie sind also in irgendwelchen ideologischen Grabenkämpfen verstrickt, was ich also, wie ich damals die Bude übernommen habe, erstmal ausräumen musste. Also ich hatte eine Idee von dem Haus und die wirklich großen Kollegen, die ich das Glück hatte, in meiner Zeit zu haben, folgten dieser Idee, weil das war für sie einfach unterhaltend, das war spannend. Von kulturellem Verständnis. Ja, aber das ist ja, weil die Politik war immer rauszuhalten aus der Akademie. Mhm. Die Politik hat mir keine Chance gehabt. Ne? Weil sie konnten mich natürlich rausschmeißen, aber das haben sie sicherlich in dreier Mal überlegt. Mhm. Sie stellen ihn jetzt wieder ein. Ich darf dich entführen zu einem Bild. Sie müssen.